Weißt du, ich habe noch gehupt und der geht einfach nicht aus dem Weg. So, jetzt wollen wir hoffen, dass der uns wieder entgegenkommt. Ne, diesmal kommt er uns nicht entgegen. Diesmal fährt er wieder. Boah, wo fährt er denn diesmal lang? Das ist ja... Ja. Gut, dass man hier so abkürzen kann. Wo ist der denn? Ach, da vorne. Ja, sie haben dich bemerkt. Pam! Hast du verstanden, wie es läuft, Bro? Pam! Die Polizei, dein Freund und Helfer, kommt aber diesmal nicht gerade gelegen hier. Komm bitte, ich muss nur hier lang. Danke. Also die sind auf jeden Fall noch nicht insofern aggressiv, dass die mich übertrieben von der Straße wegrammen. Komm, fahr raus. Fahr raus! So, sehr schön. So, jetzt muss ich erstmal... So, ich hoffe, das bringt was. Ja, ein bisschen hat das gebracht. Aber... Nicht wirklich viel. Aber wenn wir hier drin stehen bleiben, könnte das vielleicht was werden. So, da haben wir dem wieder ein bisschen Schaden zugefügt. Die müssen nur hier hinkommen. Die müssen nur hier hinkommen und ihre Autos dahin fahren. Dann könnte das doch vielleicht klappen. Weil jetzt haben wir schon 3 Sterne. Kugeln können dem Ding natürlich nichts antun. Es gibt aber auch keine Polizei mehr, ne? Irgendwie. Oh Mann. Ich weiß gar nicht. Da. Die müssen nur... Ja. Komm schon. Ja, das hat dem jetzt nur keinen Schaden zugefügt. Jetzt haut der wieder ab. Leute, ich glaube, ich sehe das hier scheitern. Aha. Bleib doch da stehen. Weil vor allem irgendwann geht mir auch mal die Munition aus. Die bleiben nicht da stehen. Die sollen doch nur auf dem Typen stehen bleiben. Oh, fast. Hätte ich mir mal lieber was Explosives mitgenommen. Granaten oder so. Ich glaube, die Mission machen wir nochmal neu. Aber wir versuchen das jetzt erstmal auszusitzen. Dem wieder keinen Schaden zugefügt. Ganz schön kack hier ist hier, ey. Komm schon. Nein, 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 nein. Ah! Warum? Warum?
Okay, also machen wir das Ganze nochmal. Nehmen wir uns vielleicht diesmal einen Krankenwagen, um den Krankenwagen zu rammen. Kann nicht sein, dass ich jetzt so viel Zeit hier wieder mit einer Mission verschwende. Jedes Mal dasselbe. Es ist echt jedes Mal dasselbe. So, diesmal fahren wir aber hier lang. Einfach nur in der Hoffnung, dass wir nicht wieder abgeschossen werden oder angeschossen oder sonst irgendwas. Ach Leute, ich sage es euch. Ich sage es euch. Hier funktioniert nichts. Entschuldigung. Es war keine Absicht. Es war keine Absicht. Das ist schon... Also ich glaube, man kann wirklich schon behaupten, dass GTA 3 das krasseste Spiel der Reihe ist, was die Schwierigkeit angeht. Ich hatte bei Vice City hatte ich eigentlich nie wirklich großartige Probleme, außer jetzt mit der Steuerung vom PC her. Aber so was die Mission von Vice City anging, fand ich es eigentlich immer recht einfach. Ihr könnt da mal gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr, wie viele GTA-Teile ihr schon gespielt habt, was ihr findet, welcher Teil am schwierigsten ist. Aber ich finde auf jeden Fall von den Missionen her, was, es kann natürlich auch daran liegen, dass ich es einfach von der Konsole gewohnt bin und dadurch, dass ich an Konsole gewohnt bin, halt mit der Steuerung halt besser umgehen kann, besser klarkomme. Dass ich dann in manchen Gefahrensituationen besser ausweichen kann, weil ich dann direkt weiß, wo was ist. Und es sind ja im Prinzip auf dem Controller nur ein paar Knöpfe. Kann ja sein, dass es daran liegt. Aber mich würde wirklich mal interessieren, was ihr davon haltet, was ihr davon sagt, was ihr dazu sagt. Aber ich finde GTA 3 schon sauschwer. Natürlich kann es verschiedene Gründe haben, warum es jetzt gerade nicht klappt. Ich bin auch normalerweise besser in Spielen, wenn die Aufnahme nicht läuft. Das hört sich jetzt dumm an, aber das ist wirklich so. Wir Männer sind ja auch nicht multitasking-fähig. Das ist ja reden, zocken und dabei aufnehmen. Das ist ja... Das geht ja gar nicht. Das ist ja schon... Ist ja überhaupt ein Wunder, dass ich das einigermaßen hinkriege. So, jetzt haben wir dem schon gut Schaden reingeballert. Ey, was ist denn los, Junge? Ey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Fuck. Das waren die scheiß Kolumbianer, ne? Und der Typ ist jetzt sowieso schon da. Kannst du ja schon knicken. Jetzt sind es auch noch 3 Sterne, das heißt, die sind sowieso noch aggressiver. Ah, ey. Das wird wieder ein Versuch für die Katz, glaub mal. Ah, fuck! Oh, Mann! Ich bin überfordert mit der Situation. Ich bin überfordert damit. Und wisst ihr was, damit es überhaupt weitergeht, lassen wir die Mission jetzt erstmal außen vor und kümmern uns um eine andere Mission. Wir fahren einfach mal zu dem D rüber, damit wir wenigstens einigermaßen weiterkommen. Das geht ja so auch nicht. Ich kann euch ja auch nicht die ganze Zeit jetzt ein Fail nach dem anderen zeigen. Das waren die Kack-Kolumbianer, die den Krankenwagen so durchlöchert haben jetzt. Na gut. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt anders geregelt kriegen. Dann lassen wir die Mission erstmal außen vor, machen wir die zu einem späteren Zeitpunkt und kümmern uns jetzt erstmal um einen neuen Handlungsstrang in der Geschichte. Gucken, was dabei rumkommt. Es kann echt nicht sein, dass ich so miserabel bin gerade, aber ich, wie gesagt, ich bin auch nicht wirklich gut drauf und deswegen... Es ist so Aktion zum Beispiel... Die ich auch nur der Fahrphysik der Wagen niederschreibe. Kann man das so ausdrücken? Nieder? Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung.